Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, Sie sehen jetzt die Geradstaffel der Landespolizeidirektion Stuttgart 1 unter Leitung von Polizeioberkommissar Ulrich Becker. Die Beamten der Geradstaffel wurden aus den Polizeidirektionen der Landespolizeidirektion Stuttgart 1 sowie der Autobahnpolizeidirektion Stuttgart zusammengezogen. Die Geradstaffel in ihrer heutigen Formation ging aus der früheren Geradstaffel der Autobahnpolizeidirektion hervor. Hartes und ausdauerndes Training unserer Kollegen war erforderlich, um Ihnen diese artistischen Leistungen vorführen zu können. Übrigens, alle hier anwesenden Stadtbauer versehen bei den Verkehrsdiensten ihren regulären Schichtdienst als Verkehrspolizist. Durch Konzentration und ein ausgeprägtes Gefühl der Zeit und Entfernung. Durch die extrem langsame Fahrt werden die Motoren sehr heiß. Es kommt daher nicht selten vor, dass Aussetzer den Ablauf beeinträchtigen. A-Scharf zu kreuzen. Weil sie gegeneinander fahren und ohne dass etwas passiert. Stellt euch vor, weil die Sie jetzt hier schwitzen und die Kollegen jetzt unter ihrer Armatur jetzt noch schwitzen. Wahnsinn. Und es geht vielleicht gut, dass sie einzeln rauskommt. So, und das ist jetzt der Aufmarsch zur weltberühmten holländischen Windmühle. Meine Damen und Herren, Sie müssen eins bedenken, die Kollegen, die hier fahren, das ist die erste wirkliche Vorführung von denen. Die haben vorher noch nie diese Übung gefahren, leicht trainiert vorgestern und gestern ein paar Stunden, aber sie sind hier vorher noch nie gefahren. Vorher haben wir es einzeln gemacht und jetzt haben wir es in zweier Reihe, das Kreuz in der Mitte. Und noch einmal mit einer anderen Geschwindigkeit. Das ist gut gegangen. Zum Blick auf den Motorrad. Der Kollege, der steht schon da vorne am Scheinwerfer und kassiert dann ab. Das sind
sieht alles so einfach aus. Schauen Sie mal das Motorrad. Okay. Die drei Sitzen. Ja. Haben Sie den Stabwechsel gesehen, meine Damen und Herren? Ich habe da immer ein bisschen Herzklopfen, wenn ich sowas beobachte. Ich überlege mir immer, lässt er jetzt die Fahne fallen oder lässt er sie nicht fallen? Aber das hat geklappt. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt einer das Motorrad überwechselt. Auch nicht. Das wird aus dem einen Grund gemacht, damit die Kollegen nicht immer alle Verkehrshinder sehen. Und das Motorrad beginnt zu rollen. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, sehen Sie hier tapfere sieben Schwaben auf einer Maschine. Natürlich soll dies kein Vorbild für Sie sein, liebe Zuschauer. Es wird nicht empfohlen, ähnliche Kraft- und Balanceakte auf den öffentlichen Straßen nachzuahmen. Und schau dich den Bärtigen da oben an. Der lacht, der hat frische Luft da oben. Vielen Dank, liebe Kollegen. Das war der Auftakt zur Zweierpyramide. Es hat geklappt. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, dass wir nicht zwei oder drei Runden fahren. Es ist nicht leicht. Bevor jetzt die Zweierpyramide, das dauert etwas länger, aufgebaut wird, schauen sich die beiden Kollegen auf der normalen Straßenmaschine an, die hier ein paar kleine Kunststücke vorführen. Den sogenannten Damensitz auf der Maschine. So, und jetzt wird nur auf Einrollen bestanden. Das ist wirklich nicht leicht, liebe Motorradfreunde. Probiert es mal. Aber nicht auf der öffentlichen Straße natürlich. Dann wird eventuell noch das Lenkrad losgelassen, aber nur mit einer Hand. Und jetzt treten wir alle. Wir ziehen sie hin. Ja, das war der erste kleine Pausenfüller, damit die Zweierpyramide jetzt starten kann. Haben wir bei Jawohl, es klappt. So, meine Damen und Herren, sage und schreibe 11 Polizeibeamte auf 2 Motorrädern. Hier sehen Sie die übliche Doppelstreife der Verkehrspolizei, wie sie tagtäglich auf unseren Straßen bei besonderen Anlässen gefahren werden. Die Anzahl der Beamte wurde von einer Expertenkommission als gerade noch ausreichend angesehen, damit keine Verkehrsverstöße auf der Autobahn mehr übersehen werden. Natürlich haben sie dann nicht ihre Fahnen dabei, sonst wären sie zu schnell erkannt. Meine Damen und Herren, beachten Sie, die Maschinen sind nicht miteinander verbunden. Sie werden nur von Muskelkraft der unteren Kollegen zusammengehalten. Hier ist wirklich Teamwork erforderlich. Ja, recht herzlichen Dank, liebe Kollegen. Es hat geklappt, ohne Sturz. Selbst jetzt beim Anhalten, helfende Hände sind bereit. Vielen Dank. Okay, das ist super. Meine Damen und Herren, also ich habe zweimal das Training gestern und vorgestern beobachtet.
da hat es nicht geklappt, kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und jetzt ein Traum und ein Gruß noch an die Mitte. Also meine Damen und Herren, selbst bei dieser spürenden, drückenden Hitze ist mir jetzt vor Kälte der Schweiß ausgebrochen. So aufregend war diese Foto. Noch ein großer Sieg und der Applaus dankt Ihnen. Sehen Sie die Dreierpyramide. Wie gesagt, bei der größten Pyramide präsentieren Ihnen 16 Beamte, die ihr Fahrhauses können auf 3 Polizeimaschinen. Beachten Sie bitte auch hier, dass die schweren Maschinen nicht echt miteinander verbunden sind. Und 16 Beamte machen eine unliebsame Bekanntschaft mit diesem Sender. Sie haben gesehen, die Dreierpyramide hat sich getrennt und wird wieder versuchen, zusammenzukommen. Meine Damen und Herren, wie ich sehen kann, ist es selbst der Leiter dieser Geradstaffel von der Landespolizei Direktion 1, der jetzt, oh, sehen Sie, schön wäre bei einem Renner gefallen. Er probiert es das erste Mal, wollen wir sehen, ob er trifft. Gehen Sie in Bewegung also in Schiedsrichter. Ja, der erste Durchgang hat stattgefunden, es hat geklappt. Er übergibt jetzt unseren K.
die Hand schön über die Augen vom Motorradfahrer, damit er nicht sieht, wo er hinfährt. Und es geht los zum zweiten Versuch. Ja, gut, er hat es geklappt. Weiter aus. Dritte. Der vierte, naja, jetzt kann er die Verschiebung. Oh, hoppla. Oh, er ist getroffen. Schnell in Gang, bitte. Na, hoffentlich ist der Kollege nicht ernsthaft verletzt. Richtig in der stabile Seitenlage. So, hinten drauf, auf dem Motorrad. Denn wir können jetzt nicht vom Wagen reinfahren. Bitte, liebe Kollegen, hinten auf. Sachkundig richtig schön hinten rüberlegen. So, das kommt runter. Und jetzt geht's rund. Ein Auerschleifchen mit der Füße unten. Meine Damen und Herren, das sollte bloß eine kleine Einlage sein. Dem Kollegen ist wirklich nichts passiert. Es war nur gepürzt. Vielen Dank, liebe Kollegen von der Krankstaffel, für diesen Versuch. Eine Schildkröte, bewegende Maschine für Sushi. Ein Beamter bringt über die ca. 1 Meter hohe Funkfeste. Der Kollege muss zunächst einmal 4 Maschinen überspringen. So war das ähnlich. Herr Blasing, unser Fahrzeug, unser neues Dienstfahrzeug jenseits des Schurwalds bei der Polizeidirektion Esslingen, der Grund für diese Kreation ist schlicht und einfach Personalmangel. Die neue Streife mit der 600er BMW mit Seitenwagen, eine Köpfelstreife. Sie sehen es, heute haben wir auf ein Funkgerät verzichtet. Wir schicken die Hunde jetzt im Moment noch nicht vom Fahrzeug zum Einsatz. Aber das kommt auch noch. Der Diensthund auf dem Motorrad am Lenker hat den Führerschein der Klasse 1H wie ein Hund